Hallo, hallo, Hallöchen. Der Podcast-Marathon geht weiter. Und heute habe ich die Ehre zuteil. The fuck? Ich bin das erste Mal im Stammtisch oder beim Stammtisch. Beim Pelzer Stammtisch, weil du wärst nur Pelz geredet, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und oh, da fliegt aber ganz schön was durchs Zimmer hier. Was Was war denn denn? das für ein Schnuck? Da Wirklich? wäre ich auch angegriffen. Aber wieso? Das ist doch gar kein Fenster offen. Vielleicht ist die von drunter und aufgeflogen. Ich weiß Der es macht nicht. doch nur die Fenster zu. Aber Die Fenster sind wir zu. haben doch Fliegegitter. Ei, vielleicht durch. Harrison, was bällst du jetzt, du oder her? Aber ich muss mich jetzt hier nochmal kurz informieren. Ich habe einige Episoden von diesem Stammtisch doch schon gesehen. Ne? Immer pelzig, durchweg, du ja nicht reden, ne? Nee. Das wäre dann so Mischmasch. Pelzer-Hochdeutsch. Manchmal dann nur noch Hochdeutsch. Ich. Ich? Mach mal dein Pfälzer-Hochdeutsch. Ich. Ist das lustig? Das ist ganz lustig, wenn ich anfange. So ein bisschen. Mach mal zwei, drei Sätze, bitte. Ich Ich selber mich kann damit. jetzt nicht. Mir Doch, fällt muss man nichts locker aus, da hilft jetzt ein bisschen was ein. hinausballern. Ich weiß es nicht. Du konntest mich nicht immer so überfallen. Nee, cool. Aber ich weiß gar nicht, was für Themen habt ihr jetzt die letzte Zeit so behandelt im Stammtisch? Random, weil der Stammtisch ist nicht was für Themen, wenn er behandelt. Ein Stammtisch ist ein Stammtisch. Du gehst in die Kneipe, bestellst dein Bier und noch dein Schnäpschen oder dein Jäger, wie nennt man das? Dein Hütchen dazu. Und dann wird einfach gebabbelt, wie der die Aber Gosch wir gewachsen trinken doch ist. gar nicht. Ich hab da bloß Wasser. Ja, wir So trinken dran halt Wasser. kein Alkohol. Da ist nicht viel mit Schnäpse und Ja, Bierche aber auf und jeden Fall, Schölsche. wir machen jetzt die Folge, weil ich wollte mal wieder so ein bisschen fresh. Aber eigentlich so richtig trash ist es auch nicht. Aber ganz kurz, Aber weißt du so ein was? bisschen Heute habe ich echt einen guten Deal. Gerichteküche. Heute habe ich echt einen guten Deal gemacht. Das waren 1,5 Kilo Spargelspitze, ne? Für ein glatte Zehner. Das war im Angebot. Oh, das Da ist kann ich nichts echt sagen. gut. Und Nee, die waren muss ich die schön noch gewachsen. schälen? Nee, das habe ich die Verkäuferin gefragt, hatte, ne? Da hat die gesagt, nee, müssen Sie nicht, die sind verzehrfertig. Wenn sie ganz, müssen sie schälen. Aber oben ist alles nackig, so können sie es einfach zack, nochmal wäsche und dann ab in die Pannen oder. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein. Ja. Ja, nee, nix. Alles gut. Auf alle Fälle, ich war halt, Mama, wir sind im Stammtisch und da tauscht man sich auch erstmal aus, wie der Tag Oh, war, ne? aber du willst immer so viel austauschen. Ich wollte jetzt auf den Punkt kommen, du Ja, mit dann, deinem Sparen Heide, hier. dann gehen Sie auf die Punkt, bitte. Ja, also auf jeden Fall, das Thema, wie gesagt, ist jetzt nicht so, also lustig ist es nicht, aber so ein bisschen Klatsch und Tratsch, weil nicht nur, also es geht um das Thema Cybermobbing. Was haltet ihr oder was haltest du oder wie generell, wie steht man zu dem Thema Cybermobbing? Das ist erstmal gut, also nicht, dass es ein gutes Thema ist, aber es ist gut, mal drüber zu sprechen. Weil erst heute habe ich vom YouTube Creator Team eine Umfrage geschickt bekommen, eine Studie, wo ich dann teilnehmen soll, wo es auch unter anderem darum ging, wie gut die Community, unsere Community oder auch die Kommentarfunktion vor solchen Cybermobbing Pipapo geschützt ist mal. Du kannst dir eine Art Blacklist an Wörtern anlegen, Ja. die dann gar nicht mehr, also dann wird der Kommentar geblockt. Okay. Aber ich habe, glaube ich, in fast jedem Video, ich bin mir nicht sicher, habe ich die Kommentarfunktion auf streng gesetzt, weil wir wollen Positivität auf dem Kanal haben, auch in der Kommentarsektion. Deswegen auf streng, weil dann muss ich jeden Kommentar überprüfen und freigeben. Und Ja. die Wortwahl ist auch extrem. Also, Ja, also generell finde ich so das Thema, also was ich so krass finde, ist, dass generell bei Social Media erstens mal die Leute alle denken, man hat die Null gewählt. Ja, also jeder muss zu allem eine Meinung haben und was sage, auch wenn er von Tut und Blase gar keine Ahnung hat. Die Frechheit finde ich ja noch, ne? Also die Leute haben ja bei Social Media eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden, noch nicht einmal, weil die gucken sich dann Reel noch nicht mal wirklich an und dann kommt ein Kommentar dazu. Ja, also total random und es passt auch gar nicht dazu. Aber Hauptsache, ich habe nur Geschisse, ne? Also die Schmeißfliege, die wieder Geschisse hat, so auf die Art, ne? Finde ich generell so ein bisschen daneben. Vor allem finde ich daneben, dass die Leute dir im Real Life niemals in die Augen gucken würden und dir die Sachen sagen würden. Pelzig. Also ja, die würden dir niemals, denen das niemals ins Gesicht sagen, sondern aber bei Social Media traut sich dann jeder so einen Kommentar drunter zu hauen. Ja, die Tastatur haben wir uns. Aber was habe ich mit dem Thema Cybermobbing eigentlich mir so gedacht? Also, wir sind ja ganz new bei TikTok, ne? Das ist für mich ja alles ganz new game. Ah, ganz kurz, TikTok.
YouTube hat mich gefragt, was ich von TikTok halte. Nix, ja. Weiter. Gut, also ne, wir haben halt gesagt, dass diese Sparte müssen wir auch noch mitnehmen. Ne, ist klar, TikTok ist ein großes Potenzial, eine große Sparte. Ich finde nett, dass ich nichts davon halte. Ich finde es eigentlich echt ganz cool, obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe. Aber wie lange sind wir jetzt bei TikTok vielleicht? 1,5 Monate. Also 6 Wochen so ungefähr, ne? Ende März. Ja, also noch ganz frisch, ja. Noch ganz die Youngster. Oder 2 Monate, komm, Fall. Alte, 2 Monate. Ich schieb mich, muss man ja sagen. Ne? Man klickt ja nicht, man schiebt sich ja so durch die Videos. Ich mache das auch manchmal. Jetzt wirklich keine Stunde und keine Ahnung, aber immer mal wieder gucke ich mal kurz rein. Oh ja, immer mal wieder, ja, ja. Bin ich da auf so einen Shitstorm gestoßen und das fand ich dann irgendwie schon ziemlich krass. Und also ist das gerade aktuell, oder? Brandaktuell, also nee, so aktuell ist vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Also ich bin schon auf mehrere solche komischen Sachen gestoßen. Ich habe es am Anfang gar nicht so kapiert, weil, also, keine Ahnung, irgendwie machen die Leute bei TikTok über andere Leute Videos. Warum auch immer, ne? Aber ich fange jetzt mal mit dem aktuellen Thema an, dann versteht man vielleicht, was ich hinaus will. Und zwar, das ist so eine junge Dame, also deren TikTok-Profil heißt Jasmin und Nils, also Jasmin türkisch geschrieben mit Y, also Jasmin und Nils. Und im Endeffekt ist es eine Türkin, die auch bedeckt ist, die mit einem Deutschen geheiratet hat, der natürlich dann konvertiert ist anscheinend. Also ich habe das ganze Thema nicht verfolgt. Ich habe die nur vorgeschlagen gekriegt, weil die, keine Ahnung, auch Food-Content macht, ne? Und ich mache ja auch viel Food-Content. Ich denke, deswegen habe ich die vorgeschlagen gekriegt. Auf jeden Fall, die hatte jetzt wohl eine Magen-OP, aber anscheinend hat die auch anders schon abgenommen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr Erfolg kam durch ein Video über Burrata-Salat. Also es ist wirklich total random. Was für Zahlen hat die? Wie viel Follower? Die hat Follower 220.000. Mhm. Aber dieses Burrata-Video ist so der Klassiker, der über Nacht quasi viral gegangen ist. Jetzt weiß ich gar nicht. Moment, ich guck mal. Also das hat auf jeden Fall über Millionen Aufrufe. Ach, keine Ahnung, über 2,5. Oh, ich weiß nicht, wie viele Millionen Aufrufe das Video hatte. Auf jeden Fall ist es aber total witzig, weil eigentlich macht die nichts anderes in dem Video, wie dass sie sich Rucola nimmt, legt den auf den Teller, macht sich frische Himbeeren drüber, Granatapfelkerne, legt sich eine Burrata in die Mitte und macht einfach ganz viel Balsamico-Dressing drauf. Vielleicht noch Salz und Pfeffer, ich weiß nicht, aber das war's. Das hat gezündet. Die hat über Millionen Aufrufe, über Nacht wirklich über Millionen. Ich habe vorhin gerade ein Video gesehen, da hat jemand ausgerechnet, wie viel die angeblich verdienen könnte. Mit TikTok. Hey, ich mache später nochmal so ein Sucuk-Sandwich, Sucuk-Toast. Ja, also das Ding ist, ich habe ein Video gesehen, da hat einer so spekuliert, was die verdienen könnte. Also die hat, wie gesagt, so 220.000 Follower. Dein Video muss mindestens 1 Minute lang bei TikTok sein und die Leute müssen es, glaube ich, länger wie 30 Sekunden gucken, dass es gewertet wird für die Monetarisierung. Und dann hat er ausgerechnet, dass die im letzten Monat Pi mal Daumen so 2.000 Euro mit TikTok verdient hat. Ne? Ist doch in Ordnung. Ja, aber es geht gar nicht darum. Auf jeden Fall, damit wurde die halt bekannt, mit diesem Burrata-Salat. Nach und nach oder Vorsteuer? Keine Ahnung. Ich gebe mich nicht aus. Auf jeden Fall, ich berichte jetzt nur, was ich wahrgenommen habe. Fehlt sich. Ja, auf jeden Fall hat die halt dieses Burrata-Salat-Ding gemacht. Wurde da halt voll, ne, beliebt und so. Und seither, also ich habe die, wie gesagt, aber nicht durch dieses Burrata-Salat-Ding gesehen, sondern ich vermute wirklich, die hatte die Magen-OP und hat erklärt, wie sie jetzt frühstückt. Da hat sie sich Avocado geschnitten und keine Ahnung, hat sich halt so ihr Frühstück vorbereitet und so habe ich das halt gesehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auf einmal total den Shitstorm zu ihr gekriegt und habe gedacht, hä, alle möglichen Leute machen Videos über diese Jasmin, nennen die dann auch plötzlich Burrata-Fresse und so Sachen, ne? Also richtig daneben, ja, richtig dumm einfach. Ja, ne? Wie dumm. Also und ich lache, weil es so dumm ist, ne? Ja, auf jeden Fall geht es darum, weil ich weiß gar nicht, warum sie sich dazu geäußert hat, aber irgendjemand hat wohl gefragt, warum sie nicht für Palästina irgendwie mehr, also für mehr Aufmerksamkeit für das Thema Palästina sorgt als Muslima und. Und sie hat sich dann irgendwie geäußert dazu, wahrscheinlich, sie hat sich irgendwie unglücklich dazu geäußert. Und zwar, sie wollte ausdrücken, dass es nichts ändert, wenn sie was postet, dass
Also sie wollte quasi sagen, wenn sie jetzt ein Posting dazu macht, ändert es an der Situation für die Menschen da drüben trotzdem in diesem Moment nichts. Also es bringt denen nicht direkt was. So. Die Leute wollten natürlich, dass sie postet und ihre Reichweite dafür nutzt, dass mehr Aufmerksamkeit bei dem Thema ist und dann durch diese Aufmerksamkeit, die alle Leute verlangen, sich dann vielleicht etwas ändert. Sie hat es halt so gemeint, quasi, es bringt halt nichts, wenn sie jetzt was zeigt von da drüben. Das hilft diesen Menschen direkt in dem Moment halt nicht. Auf jeden Fall, egal wie es ist. Die hat so einen Shitstorm dazu gekriegt. Also wie gesagt, die Burrata-Fresse und keine Ahnung, was die Cybermobbing mit der gemacht haben. Und dann wiederum habe ich ein Video von einer anderen Muslima gesehen, die dann gesagt hat, ja, das, was die gesagt hat, war vielleicht nicht gut und nicht richtig, ne, dass er halt nichts, also dass er halt nichts für Palästina macht. Aber sie findet es halt auch nicht gut, da was man jetzt mit ihr macht, dass man sie beschimpft, beleidigt und sonst was und so auf dem Thema rumreitet. Weil das wäre eben Cybermobbing und sie würde jetzt jedes Video, wo es darum ginge, diese Dame da zu beleidigen, würde sie jetzt melden. Quasi. Also haben die quasi jetzt diese junge Dame, diese Yasemin, zum Opfer auserkoren. So ist es. Und machen eigentlich genau das, was überhaupt nicht also produktiv wäre, ne? Ja. Also, ja, also wie sieht man das ganze Thema? Also. Aber ich habe auch gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich dachte, du weißt da mehr. Und zwar der Jindawi ist ja Palästinenser tatsächlich, ne? Oder? Das sind Libanese. Echt jetzt? Ich weiß es, also schlag mich durch, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwo auch Vorwürfe gelesen, dass er nicht genug dafür machen würde. Es ist ein schwieriges Thema, also. Egal mit welchem Konflikt du jetzt kommst, ob irgendein afrikanischer Konflikt, irgendeiner, der jetzt auch auf dem Thema Ukraine und Russia-Spiel. Ich bin Kind des Balkans, obwohl ich Kroatien gerne zum Balkan zähle. Das ist einfach so ein scheiß TV-Begriff, Balkan. Braucht mit mir keiner mit über Krieg zu reden. Oder man könnte mehr machen. Man könnte dies machen. Die einzigen, die was machen können, ist die Bundesregierung, sind die Regierungschefs und Chefinnen, wie auch immer. Auf das Volk hören sie eh nicht. Ist es schon Politikverdrossenheit auf meiner Seite bestimmt? Ja, ich bin mal sehr politisch interessiert, auf jeden Fall. Hatte da auch meine Phase, wo ich gedacht habe, okay, richtig, falsch, so sieht's aus. Aber im Endeffekt geht's immer darum, wer macht das Geld? Wer macht das Para? Ja. Krieg ist immer Geld, Krieg ist immer Ölfelder, Krieg ist immer dies, ist immer das. Ja. Hätte sie was ändern können? Ich bezweifle es. Man hat es auch gesehen, ein anderer Influencer. Wir reden mal kurz über die Erdbebenkrise im vergangenen Jahr. Oder war das dieses Jahr in der Türkei? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Ein sehr bekannter deutscher Influencer hatte Spenden gesammelt, über 100.000 Euro, und die sind verschwunden. Ach du Scheiße. Mit mir braucht keiner über Spenden zu reden. Da kommt das Geld hin, da kommt das Geld her. Ich glaube, die Leute haben nicht gemeint, die sollen Spendenaufrufe machen. Nee, aber es ist einfach die Palästina-Flagge posten, ein Live machen, sich darüber aussprechen, ihre Dua sprechen, keine Ahnung, lauter so Sachen. Das hatte die ja auch gemeint. Die hat gemeint, wenn sie Dua macht für die, dann, also was heißt denn überhaupt Dua? Also wenn sie betet, ne? Für die, dann wird es den Leuten mehr helfen, wie wenn sie ein Posting macht. Hatte diese Yasemin gemeint. Ne? Ja, natürlich. Wenn genügend. Aber die Leute, ich glaube, die Leute wollten es einfach falsch verstehen. Ja, natürlich. Da wurden die Worte im Munde umgedreht. Also das ist halt auch das, was ich dazu denke, ne? Um Gottes Willen. Also es passiert viel, viel Schlimmes auf der Welt. Nicht nur dort, sondern auch nach wie vor Russland, ne? Ist ja auch nach wie vor das Thema Ukraine. Und es gibt ja gefühlt schon immer Krieg auf der Welt. Also und wegzuschauen ist mit Sicherheit auch keine Option, aber es ist auch keine Option, finde ich, jemanden dafür zu verurteilen oder jemanden zu bevormunden, was er jetzt auf seinem Kanal zu präsentieren hat. Genau. Weil ich denke, das ist jedem seine Sache, oder nicht? Es ist vor allem jedem seine Sache, und wenn man politisch aktiv ist, bitteschön, dann nutzt deine Plattform, wenn es dir wichtig ist. Aber wenn du eine Backqueen bist und du bist Team Back-Content, du bist Team, ich mach das beste Croissant der Welt, dann mach den fucking Shit, aber du musst dir auch nicht einreden also lassen. Also ich ehrlich gesagt finde es sehr grenzwertig, weil ich finde das, was die mit ihr betreiben, sehr unmoralisch. Ja, weil das Ding ist, erstens,
ist es ja ihre Sache, was sie auf ihrem Kanal macht oder nicht. Ob man das jetzt wissen will oder nicht, ob man die mag oder nicht, das sei mal dahingestellt, ja. Prinzipiell ist es ja ihre Sache. Und man bauscht dieses Thema so auf. Und das Schlimme ist, warum machen die Leute jetzt Videos dazu und bauschen das auf? Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die machen das nicht wegen dem Krieg, sondern die machen das, um diese Reichweite abzufangen. Die wiederum machen das auch. Die machen jetzt Hate-Videos gegen sie, weil das geht gerade viral. Und jeder will ja den viralen Hype mitnehmen. Und jeder will ja die Kriterien erfüllen, um mit TikTok in dem Fall Geld zu verdienen. Und das finde ich das Unmoralische an dem Unmoralischen. Dass die Leute einfach wirklich so, und natürlich würde das jetzt keiner zugeben, ihr würdet sagen, nein, mir geht es um den Krieg und keine Ahnung, aber das ist doch einfach Fakt, dass die Leute das einfach nur machen, um auch mehr Reichweite zu kriegen. Und wenn es dann durch die Burrata ist, dann eben, indem sie die Burrata-Queen schlecht machen. Das Ding ist ja, vielleicht ist die Dame ja auch offline aktiv und engagiert sich da mit den verschiedenen Vereinen, die es dann gibt. Aber man muss halt eben auch eins mal sagen, ne? Als dieses ganze Thema LGBTQ aufgepoppt ist und Flagge hissen, wie die ganzen Unternehmen dann ihre Firmenlogos in den Regenbogenfarben hatten, da waren die schnell auf den Bandwagon aufgesprungen und haben das gemacht. Aber keiner spricht sich gegen den Konflikt aus. Keiner sieht eine Schuld bei den Israeliten oder bei der israelischen Regierung, wenn du das so sehen willst. Ja, alle suchen nur die Schuld bei den Palästinensern, sorry. Was ist die Geschichtsschreibung? Wem wird welches Land zugesprochen? Was hat ein ehemaliger amerikanischer US-Präsident gesagt, wie er denn zu den Juden steht, zu den Israelis? Ich sag, auch das, was im Balkan damals passiert ist oder nach wie vor passiert, es geht immer ums Geld. Und wer hat von wem was? Ja? Wer will wem von was und vor allem von wem bekommt das? Wer jetzt letzten Endes recht hat, was da alles passiert ist, was für Videos kursieren, ja, natürlich, Menschen sind tausendfach gestorben, ja, aber es ist halt eben so das Ding, ist es deine Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen? Ich finde, die echten, also ich sage jetzt nicht Verbrecher, ja, aber die Leute, die was ändern können, ist die Regierung, sind die Chefs. Aber ich finde, in dem Fall, die Verbrecher sind einfach die Konsumenten oder auch die Produzenten oder die Creator, ja. Also erstens, wie gesagt, jeder sollte seine Meinungs-, also was heißt Meinungsfreiheit, ne? Also jeder sollte das machen können, was er will. Dass man sich da vielleicht kritisch zu äußert, ist ja noch eine Sache. Aber wie gesagt, dass man Mobbing betreibt, das funktioniert gar nicht. Und das ist auch nicht moralisch gut und das ist auch in keiner Religion erlaubt und gut. Ja, dieses Mobbing ändert ja halt nichts. Ne? Aber das Ding ist, wie gesagt, so dieses, wie soll ich es sagen, also einfach diese Dreistigkeit, dieses Thema dann zu benutzen. Und da geht es ja nicht um den Krieg und da geht es auch nicht um diese Yasemin, sondern es geht einfach darum, deinen eigenen Kanal zu pushen. Das ist ja schon richtig ekelhaft, also richtig scheiß Karma, was man sich da sieht, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, weil heute habe ich einen Spruch gelesen, den fand ich echt gut, und zwar, Karma ist nichts, was dir das Universum schickt, sondern Karma ist das, was du gesät hast und dann erntest, und genau so ist es nämlich. Ah, Thema Karma, da hat mir meine Schwester vor einiger Zeit ein sehr gutes Video geschickt. Das Thema Karma können wir auch mal besprechen irgendwann, weil für mich ist es nicht nur, sei jetzt ein guter Mensch, ne, und dir widerfährt Gutes oder weltliches Universum. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, wie nur dieser lapidare Satz. Aber nochmal, Cybermobbing. Aber es ist doch so, was man sieht, das erntet man. Definitiv, ja. Siehst du Zwietracht und Zorn, wirst du das auch ernten. Ne? Nein, es ist auch oft so, dass viele Leute sagen, ja, Karma kommt, oh, hoffentlich kommt Karma ja, und was weiß ich. Ganz, aber das Ding ist, dass, wie gesagt, das Karma kommt nicht, es ist so. Das Karma ist das, was du gesät hast, das Karma wirst du dann ernten. Was ich kurz sagen will, ja. Ich werde auch, du scrollst durch Feed XY, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es Threads, sei es X, wo auch immer. Und immer, wo ich das sehe mit dem Karma, denke ich, hör bis dahin nicht weiter. Wenn ich jetzt noch einen Spruch sehe über Karma, was weiß ich nicht, die Leute benehmen sich wie die letzte Drecksau. Ja, und dann reden sie von Karma. Und dann reden sie von Karma. Und das Lustige ist Karma ist a bitch. Ah, je, boah, die matsch du, Alter, was?
Aber das Beats. Geile ist ja oftmals solche Sprüche, ne, wo die Leute posten, ne, um Gottes Willen. Ne? Ich meine, jeder sieht in den Sprüchen was anderes, aber oftmals sehe ich Leute, die posten Sprüche und dieser Spruch passt 1A auf diese Person. Ne? Ja, genau. Ja. Also das ist ja das ist der Bumerang, der zurückkommt, aber direkt das straight ist ja in die so Fresse. Krank einfach. Ja, also Thema Mobbing. Also Leute posten ein Posting über Thema Loyalität und loyal sein und dann, die sind scheißdreck loyal. Das sind die, die als erstes über andere lästern, wenn die Leute sich umdrehen. Das ist ja nicht immer nur mit deinem Partner, mit deinem Sexualpartner. Es ist ja auch einfach, leck mich am Arsch, Schorsch. Ja, weil es ist ja halt eben so. Deswegen, ich kann das nicht verwollen. Wenn du mich motivieren willst, geil, ja, gib mir einen geilen Spruch, der mein Mindset so prickelt. Ja, ich habe ja viel so ne? Von Bodo Schäfer. Aber hör auf, über Karma zu reden. Vor allem das, was du jetzt auch die letzte Woche so praktiziert hast oder wo du auch ein Reel hochgeladen hast. Ich habe Kilo spielende Vögel am Tisch zuhören, die über mich dumm babble. Ja, so dumm gesprochen. Ja. Ja, bitteschön. Aber die sollen aufhören, über Karma zu reden, weil die gar nicht wissen, was Karma ist. Ja, da würden sie sich mal selbst reflektieren. Ja, würden sich mal den Arsch gescheit abputzen. Ja, und nicht immer nur mit so stinkige Unterhose rumlaufen. Weil es ist nicht immer nur der Spruch da für die Öffentlichkeit oder was weiß ich nicht. Man muss das Leben genießen. Natürlich genießen wir das Leben. Wir hocken hier halt, wir reden über Themen. Ja, aber auch hier zu genießen, ja, dazu gehört es ein bisschen mehr. Ja, und ich sage nicht, du sollst jetzt fromm werden, ja, und du musst jetzt deine 20 Gebete am Tag beten, dass du ein gutes Karma bekommst. Darum geht's nicht. Ja, es geht einfach von innen wie außen, wie du dich benimmst, ja, was du zurückgibst, gibst an deine Menschen. Aber das ist genauso wie diese Augenmacherei, ne? Ja. Also, ne, von wegen, ich wünsche dir. Was für Auge? Ich wünsche dem und dem was Schlechtes. Ey, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr jemand was Schlechtes wünscht, dann wünscht ihr euch was Schlechtes, weil. Der Bumerang kommt zu euch. Also ihr könnt niemals jemand anders was Schlechtes tun oder wünschen. Jeder kauft sich sein Grab selber. Jeder Aktion, ist für Reaktion. Seine Taten verantwortlich. Für seine Taten und nicht für die Taten anderer. Also du kannst gar niemand was Schlechtes wünschen. Das kannst du machen, aber da wünschst du dir doppelt so Schlechtes. Allein wenn du es schon denkst, passiert es dir selbst. Ja. Ja. Also deswegen, die müssen so viel auch zum die Thema müssen ja schon mal die Hand nimmst, so Neid ziehe, ja, dass die schon gar nicht mehr anfangen zu denken. Das ist ja das, was ich mir denke. Was denken die Leute jetzt? Ja, okay, die hat einen Burrata auf den Teller gelegt und hatte dadurch total den Hype, ja. Hat halt vom Rewe immer den Burrata benutzt. Okay, das war halt für sie einfach, vielleicht war es Glück. Was heißt Glück? Die Leute, die haben das Video gefeiert, sonst hätte sie diesen Erfolg nicht gehabt. Nee, klar. Aber letzten Endes, denkt ihr jetzt, wenn ihr ein Scheißvideo macht, über sie einen Kommentar ablasst, was die ist und was die Burrata-Fresse und keine Ahnung, dass ihr damit jetzt den, also viral geht? Ja, die wollen, ich glaube, die brauchen einen Hype-Train, die springen da raus. Und selbst wenn es so wäre, du gehst mit so einem Video viral, mit welchem Content machst du weiter? Lässt das du dann nur noch über andere oder bewertest du nur noch, was andere machen? Aber wie gehen wir jetzt weiter um mit dem Thema Cybermobbing? Ja? Also, kurz wird es ein bisschen politisch, ja, auch von mir aus, ja, von meiner Seite aus. Wie immer von dir aus. Ja, weil es läuft einfach viel zu viel schief, es wird dazugeschaut und dann verlustieren sie sich per Tastatur oder Handy-Tastatur bei dem kleinen Mädchen da, was es wahrscheinlich nicht besser gewusst hat. Und dann meinen sie, den Rambo zu spielen. Wenn sie dann sagen, Burrata-Fresse, pipapo, dann bekommt dieses Kommentar noch 20.000 Likes. Hahaha, alle haben gelacht. Das Mädchen ist kaputt. Ja, was weiß ich nicht, denkt sich irgendwas. Weil wie viele Beispiele gibt es denn, wo sich dann junge Menschen wirklich das Leben genommen haben, weil sie gar nicht mehr klargekommen sind auf den ganzen negativen Shit? Ja, das geht gar nicht. Also ganz ehrlich, es geht wirklich gar nicht, dass man auf jemanden so rumhackt, ne? Also zum Beispiel, ich habe noch sowas gesehen, und zwar, das war ein Paar. Also ich habe das nicht so ganz gecheckt, wer das ist. Ich kenne mich da nicht aus, wer die Leute sind. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall habe ich das Statement von dieser Dame gesehen. War ein junges Mädel, vielleicht war sie 18, 19, 20, keine Ahnung. Die wohl mit einem Marokkaner, glaube ich, oder Tunesier, keine Ahnung, zusammen war. Und hat mit ihm islamisch geheiratet. Mhm. Sie war auf jeden Fall nicht Muslim, weil sie ist konvertiert. Das hat ihr alles bei TikTok halt gezeigt. Auf jeden Fall muss der Typ ihr fremdgegangen sein in der Disco. Irgendjemand hat es mitgefilmt, hat es bei TikTok viral gestellt, weil die zwei wohl bei TikTok auch schon so ziemlich gute Reichweite hatten, ne? Also ziemlich bekannt waren. Und wieso rufst du mich jetzt an? Ich rufe dich nicht an. Du rufst mich an. Hä? Ich habe nichts gedrückt. Jetzt wird spooky, ja? Nee, mein Handy war aus. Hä? Hast du nicht gesehen, dass du mich angerufen hast?
Aber ich schieße mich jetzt auf den Arm, nehmen, oder was? Ich hab nicht gewählt. Ja, guck doch, hier steht's doch. Ja, jo, 21.53 Uhr. Ja, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, dieser Typ wurde gefilmt, wie er fremdgegangen ist, der Mädel halt. Marokkan. Und dann haben die dazu alle möglichen Videos gemacht, von denen zwei, ne? Und bis das Mädel halt ein Statement dazu gemacht hat. Da denke ich mir, dein Content kann doch nicht der Content sein, über andere Leute zu sprechen. Ja, doch. Da gibt es doch diese, wie heißen diese Seiten? Ja. Diese Insta-Seiten. Insta-Talk und was weiß ich, ja, wie die heißen. Ja, keine Ahnung, die dann gucken, was war in der Story, der hat das gesagt. Ja, okay, gut. Die haben noch, also die kennen, also ich kenne auch so eine Seite, die hat noch Gossip über andere. Ne? Die macht ja, dann Gossip, ein Video, genau. Hat da Gossip. Ne? Aber bei TikTok ist es ja so, die nehmen deine Bilder oder dein Video und dann machen die ein anderes Voice-Over und andere Schrift. Ja, ich meine mal, das ist halt das Ding. Guck mal. Wenn jetzt jemand unser Video hier nimmt, ja, und die Commons-Lizenz, was weiß ich nicht, ja, kann jeder benutzen, mir scheißegal. Ne? Ich mach mal jetzt doch kein Harte draus. Aber wenn es doch gegen deine Person geht und jetzt dieses Video verwendet wird oder das Video der Person, ja, dann kann sie das claimen, ja, kann sie wahrscheinlich noch ein Strike. Ja, aber weißt du, wie viele tausend Milliarden das da machen? Nein, Milliarden, ne, das ist übertrieben. Ja, aber die kannst du alle wegstriken. Das ist dein Content, wenn der benutzt wird. Ja, aber das ist doch trotzdem dein irgendwo Lichtspiel. Crank. Da hat keiner das Urheberrecht, außer du selbst. Ja, aber ich denke mir einfach nur, und das sind wir wieder beim Karma, was siehst du in dem Moment, wenn du sowas machst? Ja, da sind wir natürlich, wie ist deine Persönlichkeit? Wie moralisch ist das denn? Was für eine Person bist du? Ihr seht es, das ist immer ein riesengroßes Thema, was für einen scheiß Charakter manche Menschen haben können, sich so zu verlustieren, so Lust drauf zu haben, so Bock zu haben. Das ist ja auch der ganze große Verlag da mit den großen Buchstaben, mit den großen Bildern in dieser Zeitung. Ja, die funktioniert ja genauso. Durch Angst, Hass, Titten und einen Wetterbericht, so haben es ja schon die Ärzte gesungen, habe ich glaube ich schon mal gesagt hier im Podcast. Lauter so Sachen, die halt die Leute lenken, die Massen lenken. Wenn du jetzt einen Influencer hast, der über dieses Mädchen, die so ein Video macht, ne, die ist dies, die ist das, die hat das nicht gemacht, ne, die macht keine Gebete, bla bla bla, Palästina interessiert die überhaupt nicht. Wenn der genug Follower hat, werden die das alles nachplappern. Hallo? Ja. Und los? Ich gucke gerade, meine Mutter hat mir ein Video geschickt, das irgendwie so fragwürdig ist. Okay. Genau, also wenn dann wieder genügend Leute dabei sind, die da draufspringen auf diesen fahrenden Zug, dann kann das vernichtend sein, ja. Auch wenn die Person eigentlich jetzt gar nicht so die Verfehlung hatte. Ja, ja, aber das ist einfach nicht in Ordnung. Mobbing ist in keinster Weise in Ordnung. Also auch manchmal, wenn ich so Dinger dann sehe, dass wo Mütter dann erzählen, dass ihre Kinder in der Schule übelst gemobbt werden. Also das gibt es da gar nicht. Da bin ich dafür, nicht. Also ich bin ja dafür, dass gemobbt wird. Die Jungs und Mädchen, in der Regel ist das Mobben ja auch körperlich, ja, müssen wieder Kampfsport betreiben. Die müssen lernen, wie man sich wehrt. Die müssen nicht aggressiv sein oder ja, sowas. Aber zum Teil geht es ja heute schon so, was ich voll oft gehört habe, ist, dass eben Mädels dazu genötigt werden von ihren viel zu frühen, also meiner Meinung nach, könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, haben die Kinder heutzutage viel zu früh einen Freund oder eine Freundin. Ne? So. Und dann werden die in ihrer Kindheit dazu genötigt von egal wem, da irgendwie anscheinend aufreizende Bilder zu machen. Ne? Also schickt man Snap. Und genau, und dann haben die natürlich Krach, wie das halt so ist bei Kindern, und dann werden diese Bilder rumgeschickt. Das gab es ja bei uns nicht. Ne? Natürlich gab es das nicht, Gott sei Dank. Bei uns wurde ja auch anders gewohnt, bei uns wurde, ich glaube, ist heute immer noch so ja, aber das, Markenklamotten. Das, ne? Das ist halt schon krass, weil ich meine, bei uns war viel Markenklamotten, aber auch viel. Das ist doch nicht mehr Mobbing, das ist ja schon. Was viel bei uns auch war, so habe ich das noch im Gefühl, in der Erinnerung, was deine Herkunft ist. Ja.
Ja, das war heutzutage, bei uns auch. Ich finde, ich habe das Gefühl, ist ein bisschen durchmischter. Ne? Man Ja, sieht, es geht nicht. Das Rassismus ist nicht mehr so, Gott sei Dank. Was dort so zugezogen ist. Aber damals habe ich schon öfters mal gehört, du scheiß Jugo oder du scheiß Kroate. Ah ja, Ching ne? Chang Chong. Das war dann durchaus so das Mobbing, auf eine andere Art und Weise. Aber es ist ja Mobbing. Heutzutage würde man sagen, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus. Und ich sage so, wie es ist. Ne? Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich habe mir halt selten was gefallen lassen. Und dann hat es halt eben gerumpelt. Und dann ist halt. Aber ich glaube, selbst der Rassismus ist das, was zu Hause am Essenstisch anfängt. Natürlich. Es geht darum, was deine Eltern dir zum Thema Rassismus vorleben. Voll. Hier, der Scheiß, sage ich mal, der Scheiß Ausländer, der Scheiß Türk, der Scheiß Moslem, der Scheiß Christ, der Scheiß Kroat, Balkan. Aber hörst du, der Mehmet, der ist ein guter Türk. Ne? Der kann sogar Pelze schwätzen. Ne? Das ist ein super Typ. Der hat mir neulich geholfen im Garten. Super Typ. Und da hat seine Frau, die hat uns auch noch ein paar Fladenbrot gebracht. So ein gutes Fladenbrot habe ich noch nie gegessen. Ne? Das ist doch wieder voll die Scheinheiligkeit seiner Mutter. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das Witzige finde ich immer, lustig finde ich immer, wenn die Leute über Ausländerfeindlichkeit lästern, wenn wir am Tisch sitzen. Ja, und dann denke ich mir immer so, ich die sind voll integriert. Ja, Alter, ich habe dann drin. Immer so eine Fremdschäme, weil ich mir denke, alter Vater, ja, wir sind beide, gut, ich bin halber Ausländer, sehe aber aus wie ein vollwertiger Ausländer, der ist ganz Ausländer, 100% obwohl er China. In Speyer und am Dom geboren ist, aber sieht halt eher europäisch aus. Und dann immer, ja, ich meine ja nur, das ist ja nichts gegen euch, ne? Ihr seid ja anders, ihr seid ja du geboren. Ja, versteht er, ist hier geboren. Ach, aber guck mal, wenn wir vom Thema ganz kurz abschweifen wollen, Thema Integration, da haben sie von Anfang an versagt. Auf jeden Fall. Die Parallelgesellschaften, die sich hier großgezogen haben. Ja. Wir müssen mal kurz rüber nach Mannheim gucken. Ja. Little Istanbul, wie man dazu sagt, durch den Marktplatz. Die haben zugeschaut, die haben machen lassen. Und das ist das, was du halt eben jetzt bekommst. Ja. Ja. So ist es. In der dritten Generation wird immer noch kein Deutsch gesprochen, so gefühlt, ne? Ja. Bitteschön. Es ist ein riesengroßes Thema, wo wird hier auch wieder falsch gehandelt, was wird auf dem Tisch liegen gelassen oder was ist in Ablage P gelandet, ja, im Papierkorb. Lauter so Geschichten. Guck mal, geboren in Speyer, aufgewachsen in Speyer. Ich rede Pelzisch, ich rede Hochdeutsch. Ich habe zwar ab und zu mein R mit drinnen, ne? Man hört es ja in der Sprache. Bis 2007 war ich hier als Asylant. Ne? Der deutsche Pass hat euch Tausende von Euro gekostet. Und lauter so Fetz. Ne? Und ich muss mir bis heute noch anhören, komm, das ist ein Ausländer. Ja, komm, also komm, die Pille, den Drops haben wir doch schon lange gelutscht. Ne? Und da fängt sie an. Du sagst ja, am eigenen Tisch fängt es an. Ja? Was ist das mit der Family? Was betet die vor? Was sind deine Freunde? Was sind deine Bekannte? De facto ist es ja einfach so, wir sind überall Ausländer. Ne? Das versteht halt keiner. Weil das Ding ist, bei mir ist ja so krass, ich bin ja chinesisch, also ich bin ja noch nicht mal aus Malaysia, sondern meine Großeltern sind von China nach Malaysia ausgewandert und meine Uroma, die war noch Siam. Siam ist ehemals Thailand, ja. Und die sind nach Malaysia, also ist ja eigentlich Malaysia noch nicht immer mein Mutterland, ja. Und sowieso bin ich dort Masale. Masale heißt Weißhaut, weil ich gemischt bin. Mich haben sie Masale genannt, als ich in Malaysia war. Ja, mich nennen die auch Masale. Die sehen mir sofort an, dass ich gemischt bin. Also, dass europäisches Blut in mir ist. Einfach von der Hautfarbe, von der Augenform, ja. Und dann, wie gesagt, ist es auch noch so krass gemischt. Also, ich bin weder da zu Hause noch hier. Hier sehe ich sowieso aus wie der Ausländer. Also, am besten gehe ich auf den Mond, habe ich immer gesagt. Also ich will schon sagen, da haben wir auch ein Stück weit Mobbing erfahren. Ich habe mir es halt eben weniger gefallen lassen. Manchmal musst du es dir gefallen lassen, wenn es die Situation so hergibt. Es ist nicht schön, man muss es nicht gut reden, aber man muss sich lernen zu wehren. Ja? Nicht immer körperlich, es gibt auch, du kannst das alles auch über die Sprache, über deine Zunge lösen, ja, wie du halt eben aus der Situation rauskommst, aber man soll sich nichts mehr gefallen lassen. Egal wie es ist, Mobbing ist scheiße. Ob offline, ob online, egal da ist wie. Nichts, da und ist das nichts sollte Cooles man dran. Immer auf jeden Fall nicht unterstützen. Da ist nichts Cooles dran. Man muss sich auch immer in die Rolle versetzen. Vielleicht trifft es dich mal. Ja, und wie kommst du aus der Sache raus? Ja, ja und ich mache jetzt hier auch keinen auf Carsten Stahl oder so. Ich finde es halt echt kacke, dass der Dame jetzt wirklich die Worte im Mund umgedreht werden. Ja, ne? Also ich meine, man kann das ja sehen, wie sie will. Ja, klar, sie hat nichts über Palästina gepostet.
Meiner Meinung nach ist es aber ihre Sache, ob sie das macht oder nicht. Also wenn ihr das unbedingt wollt, macht doch ihr das. Ja, ihr macht es ja auch, ist doch auch gut. Ne? Wie gesagt, man weiß nicht, was sie hinter verschlossenem Handy tut dafür. Kann ja, wie der Thomas sagt, die kann ja trotzdem auch was dafür tun. Aber de facto ist es einfach falsch, jemand für seine Sache zu mobben und auch jemanden die Worte im Mund umzudrehen, ist einfach falsch. Vor allem, ich komme jetzt hier nicht in Whataboutism, ja. Was machen die anderen? Aber man muss die Frage stellen, was hat denn die Person oder die Person, die da kommentieren, selber proaktiv für oder gegen den Konflikt gemacht? Ja, und da kommt netto wie brutto meistens auch gar nichts bei rum. Und ich meine, es ist ja gut, dass man aufmerksam macht, auch über die sozialen Medien darüber, aber nur das zu tun reicht halt auch nicht. Genau. Also man muss halt schon auch noch anders aktiv sein. Ja. Klar, in die Gebete einschließen ist auch immer eine gute Sache, aber man kann trotzdem auch vielleicht noch mehr machen. Ja, also natürlich jeder Beitrag zählt, aber dann wieder kontraproduktiv zu werden, mit Hass zu antworten, das ist es halt eben nicht. Ne? Nee, da machen wir es auch nicht besser, die Welt. Nee, aber ich merke schon, teilweise haben wir wieder viel zu wenig Pilzstroh, ne? Ja. Ich bin doch nicht der produktive Ausländer. Macht das was, dass ich EBR schon auf OK gedrückt habe bei Recording? Nee, gell? Nee, es macht nichts. Ich hoffe. Wir sind auch kurzzeitig wieder abgeschweift. Eigentlich soll es um Mobbing gehen und nicht um Ausländer. Aber Rassismus können wir auch ruhig mal zum Thema machen. Da wollte die Agi eigentlich mit dabei sein bei dem Thema. Die Agi, no time. Der Agi, very busy. Immer mit busy, ihrem busy Theater. Im Theater. Ja. Wie gesagt, Mobbing muss ich nicht gefallen lassen. Mobbing ist kacke. Dann soll die Dame halt die Kommentare ausschalten. Aber mich würde echt mal eure Meinung dazu interessieren. Also meine Meinung ist ganz klar. Ich finde, jeder sollte machen können, also jeder sollte das Recht haben, auf seiner Seite zu posten, was er posten möchte und für nichts verurteilt werden, weil sie hat ja auch nichts dagegen gepostet, ne? Oder dafür, besser gesagt, ne? Also sie hat einfach nichts dazu gesagt, ja? Also deswegen, lasst nur die Leute in Ruhe und hört vor allem, mein Fazit da draus hört auf, aus angeblich moralischen Gründen, unmoralisch an Reichweite zu kommen. Das ist mein Fazit. Die Leute sollen sich lieber die großen Influencer holen, ja, die irgendwo in Dubai hocken, die Istanbul sind, ja, die sich die Foodblocks gönnen, ja, die sich hier reingönnen, 24 Stunden Ess-Challenges, was weiß ich nicht. Na, wenn sie es genau nehmen wollen, sollen sie an die gehen, ja, die wirklich Millionen an Abonnenten und Follower haben, die wirklich Reichweite haben. Und dann kommen sie zu gar keiner Ruhe. Deswegen, ich bin Verfechter davon, wie auch YouTube einst hieß oder immer noch heißt, broadcast yourself, ja. Du sollst dich selber darstellen oder das, was du bist, ja. Mach, wie du denkst, ja. Mach ein Disclaimer in dein Video rein, in deine Postings über den Krieg, über Anlaufstellen, die Leute, die Hilfe suchen, da ist schon mal geholfen. Disclaimer finde ich immer gut. Aber halt auch die Leute zu haten. Ja. Das kommt nämlich zurück. So ist es. Weil Karma is a bitch. Ciao. Ciao. Tschüssikowski, adieu.